Entschuldige mich für dieses dämliche Hin- und Herlaufen immer. Oh, eine antike Münze. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Hände hoch, Polizei. Da haben wir, nein. I won't see you tonight. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Ethan, Hilfe! Vergewaltigung. Er ist anscheinend auf unserer Seite. Vergewaltigung. Okay. Keine Ahnung, ob der bei uns, ob der für uns spielt oder nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Draußen! Verdammt! Alles klar. Boah, die hat mich gerade voll erwischt. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, draußen. Halt die Fresse, Oma. Ich komme jetzt zu dir nach hinten und dann baller ich dir mit der Schröte voll ins Gesicht. Scheiße, jetzt wandert die hier auch noch. Scheiße. Das war, glaube ich, nicht die schlauste Idee. Lauf! Run, Forest, run! Jetzt stell das Ding da schnell hin. So, das haben wir einmal geschafft, das schaffen wir ein zweites Mal. Ich finde die Art, also es ist ja kein schweres Rätsel, aber ich finde, die Idee ist niedlich. Ich finde das süß. Muss ich ganz ehrlich sagen, das macht das Spiel irgendwie sehr liebenswert. Obwohl der Aufbau eines solchen Konstrukts extrem aufwendig ist, meiner Meinung nach. Jetzt hat, wo hat er die Taschenlampe auf einmal her? Die ganze Zeit ist die aus. Mist, 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 Mist! Nee, Käfer. Scheiße! Bäh. Idiot. Vielleicht ist mit sie auch gar nicht die Margaret gemeint, sondern wer anders. Diese Eva, Evi. Hier hoch. Okay, anscheinend doch nicht. Scheiße. Haben wir eigentlich noch Kraut? Nee, bräuchten wir mal wieder. Gut, dann kriege ich jetzt immer den zweiten Schlüssel wahrscheinlich. Hier unten ist wahrscheinlich richtig unangenehm, wenn ich irgendwas aufbraucht. Was habe ich da eingesammelt? Ich war kurz. Fuzikum. Kurbel. Willst du mir jetzt echt sagen, dass wir das beides. Nee. Die muss ja wohl irgendwo ran. Nicht an Rasenmäher. Als Maul. Drecksviech. Mach doch nicht die Lampe aus. Das hat mich gerade richtig erschrocken. Der Käfer hat mich auch fast.
halt dein Gusch. So. Kurbel. Überhaupt nicht laut. Fertig gekurbelt. Gut, das macht jetzt den Weg rüber einfacher, aber so richtig bringen tut das jetzt nichts. Außerdem ist sie hier noch irgendwo und ach, das gefällt mir nicht. Okay, hoch kommen wir noch nicht. Gucken wir nochmal zu ihrer Käferklage da hinten. Hat sie mich gerade weniger zwei Gegner mit einem Schuss. Wie die mich weckt, ist die einfach. Wie die mich einfach ständig beleidigt. Olle Fotze, Alter. Wie sie einfach richtig hart drauf ist und mich wegbeleidigt. Das kann doch nicht sein. Hast du mich jetzt entdeckt oder nicht? Boah, Alter, da kriechen ja auch irgendwelche Kakerlaken aus der Möse wahrscheinlich. Git. Da will ich hin, wo sie reingeht. Das ist das Problem. Da hat sie jetzt hingeböllert oder was? Da hat sie hingemufft. Deswegen gehen die Fliegen da jetzt hin. Bist du ekelhaft, bah. Trotzphase. Wusste ich doch, dass ich hier raus muss. Gut, er hat die Kurbel wieder mitgenommen. Wo ist sie jetzt hin? Kann sie sich dematerialisieren auf einmal in Käfer oder was? Gut, erste Hilfe hat sie neu. Noch eine alte Münze. Können wir uns schon fast die neuen Steroide leisten. Krähenschlüssel. Okay. Wir haben immer noch nicht die Dings, aber man trifft diese Käfer einfach nicht. Das ist so nervig. Aua. Vielleicht hätte ich das lieber lassen sollen. Egal. Ah, guck mal hier. Brenndüse. Gaskartusche und so, ne? Machen wir mal ein bisschen Platz. Also so, dann machen wir so, dann machen wir so. Dann zack, zack, zack. Fertig. Wunderbar. Oh, ja. Stimme ich nicht beim Angucken, Alter. Burn, Motherfucker. Kann ich damit diese Nester zerstören? Kann ich. Das nehmen wir erstmal so hin und machen ein paar Dinger mal auf.
Ungeziefer. Ich brauche die ganzen scheiß Chemikalien nicht. Ich brauche Gras. Ich brauche meinen Stoff. Das ist sehr effektiv.